Diamond City. Grüße Leute, die Demo für das neue WarioWare, Get You Together oder so ähnlich. Spiele super, Porio hebt ab. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel heißt, also vom Untertitel her, das ist das neue WarioWare. Für die Switch-Spieler haben drauf gewartet. Die Demo dafür ist draußen, ich habe gedacht, ich spiele mal für euch, für die Leute, die vielleicht nicht ganz so mitgekriegt haben, wo es vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Was euch da so erwartet? Ich denke mal viel Handheld-Fuchtelei. Ich bin jetzt schon gespannt. Auf jeden Fall feiert Wario mit seinen Kumpels erstmal eine dicke, schöne Party. Oh, es ist fertig. Das war harte Arbeit. Wie ist Wario eigentlich zu so viel Freuden gekommen? Er benimmt sich grundsätzlich immer wie ein Arsch. Ich mag ihn ja. Also er ist eigentlich nur selbstbezogen, ein bisschen gierig. Aber er ist nicht faul. Er versucht was zu tun. Er ist kreativ. Aber trotzdem, er ist nicht der Charmanteste, um Kumpel zu kriegen. Ich glaube, ich spinne. Ich hätte gedacht, er zerscheuert das irgendwo an der Wand. Okay. Lassen wir uns jetzt gerade schon von der Story spoilern, was im Hauptspiel passiert. Ich habe eh keine Ahnung, wenn ich den hole oder nicht, ne? Auf jeden Fall wird Wario und seine Kumpanos geschrumpft in den Chibi-Modus. Und die werden jetzt wahrscheinlich ins Spiel gesaugt, so wie es immer so ist. Weil man kennt ja dieses Hauptplot bei Videospielen, meistens Charaktere werden in ein Videospiel reingesaugt. Macht vieles einfach, braucht man nicht allzu viele Erklärungen. Und dann geht es los. Wahrscheinlich kann man sich nur befreien, wenn man gut spielt. Das würde heißen, wir werden jetzt von einer Videospielwelt in eine Videospielwelt geportet. Verrückte Sache. Aber WarioWare war ja immer schon sehr verrückt. Ja, Wario, together, get it together, wie ich gesagt habe. Man kann auch lokales Spiel zu zweit machen, aber ich will erstmal nur die Demo machen, alleine. Alleine, ich habe keinen, der hier gerade mit mir WarioWare das Ganze ausprobieren möchte, beziehungsweise ich möchte gerade keinen dazu holen. Das heißt, wir ziehen es gleich mal durch. Okay, zwischendurch, ich kann nichts machen. Wario sieht schon den Look irgendwie geil aus. Warum fühle ich mich leicht wie eine Schmeißfliege? Oh, ich schwebe in der Luft. Ist das so, weil ich im Spiel drin bin? Egal, Hauptsache ich fliege. Von mir aus. Es geht ja, dieser Macher von Videospielen steht auf Schätze, Geld und Knoblauch. Was kann da schon schief gehen? Das Spielprinzip ist ja momentan bei neuen Wario greift in Blickrichtung an. Wario, meinte ich. Wario, ja. Ist es so, dass es mehr um diese Charaktere mit reingeht. Früher waren es die Mikrogames. Jetzt sind es halt Mikrogames mit den Charakteren. Oh, wir können es bewegen. Oh. Geil ist ja, wie damals die Super Mario, also Super Mario World 3, Wario Land 1, da konnte man auch so ein bisschen mehr machen. Bewegen, angreifen. Fliehen. Okay, flieh. Ui. Ja, jetzt ist mit Charakter. Jetzt ist es ein bisschen Jump'n'Run lastig. Seltsamerweise. Okay, wir haben es geschafft. Bewegen, angreifen. Wir kommen hier nicht raus. Das heißt, in der Luft halten, den Ball, okay. Ja, es sind immer noch Minititel, bloß wir machen das jetzt halt eher mit, mit der selben Steuerung immer. Interessant, jetzt kommt eine neue Nase. Dreimal fangen. Hab ich doch, nicht viermal. Okay, wir haben versagt, wir haben eine Energiezelle weniger. Okay, langsam kommt das Energiespielprinzip dazu. Hey, Wario, da bist du ja, der Cricket ist da. Jetzt kann man Cricket auswählen. Cricket ist ein fleißiger Kampfsportschützling vom Master Mantis mit einer großen Vorliebe für Teigtaschen. Wer hat die nicht? Ich. Okay, er springt höher und wenn man gesprungen gedrückt hat, springt er noch höher. Okay. Bewegen. Okay, der kann aber auch Dinge kaputt machen durch Berühren. Aber er kann halt nicht so schön schweben und kaputt machen. Also ist ein bisschen schlechter als Wario. Ich bin auch hier und ich hab's drauf. 18 Volt. Steck das mal. Ich habe eine Distel auf dem Kopf. Die kann ich werfen, so oft ich will. Hehehehe. Ich muss mich nicht mal vom Fleck rühren. Ja, die ganzen speziellen Fähigkeiten. Wie gesagt, wir können ja auswählen. Aber ich würde bei Wario erstmal bleiben. Retro spielen und als Rapper. Aber bewegt er sich wirklich kein Stück? Zielen werfen. Alle zerstören. Boah, ich kann so schlecht zielen mit dem Ding. Okay. Und dann sammeln wir einen, aber der bewegt sich wirklich gar nicht. Ach, er kann greifen. Warte mal. Ui. Ah, ich verstehe, okay. Auch eine andere Art Spielprinzip. Alles klar, abwechselnd und doch vereint. Wir werden diesem Feind die Stirn bieten. Eigentlich gerade nur Varios Nase, ne? Hypnotisieren. Das heißt, wir müssen das. Ui. Schlaf ein. Es ist irgendwie geil. Das ist eine neue Art, dieses Minigame zu machen, wenn man da ein bisschen was rauszupfen, improvisieren muss. Ist aber damit auch ein bisschen konstanter als die vorigen Varios, wo man die Steuerung erst raffen musste. So weiß man immer, die Figur ist halt der. Was? Was war die Aufgabenstellung? Bewegen. Ich habe die Aufgabenstellung nicht gesehen. Wer war was? Er war's. Jawohl, wir haben ihn gekriegt. Boah, ist schon immer sowas mal raffen hier. Ach, alles einsammeln. Ja, will ich ja.
gemacht. Okay, okay. Geiles Spiel. Macht Spaß. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also, dass mich das auf Dauer so motivieren kann. Also wie ich meine, also ich mag diese Minigame-Reihe. Als Handheld macht die auch Spaß, aber gegeneinander macht bestimmt super viel Spaß. Okay, noch schneller. Jetzt ist der absolute Bild freilegen. Oh! Hallo? Ja, okay, jetzt habe ich es gerafft. Aus. Nein. Ach Gott, ich hätte in der Wand bleiben müssen. Okay, ich glaube, ich hab schon versagt. Yo, weiter. Hab schon Bock drauf. Mona kann helfen. Yay, Mona hat einen Burgerhanger, fährt auf dem Moped. Haustiere, Schule und Arbeit füllen den Alltag des Teenagers. Mona ist großer Wario-Fan. Warum das? Weiß keiner genau. Mona steht zum Weg und du musst sie nur in die richtige Richtung gehen. Genau wie Mona gesteuert. Okay, die bewegt sich halt einfach immer. Boomerang werfen. Die ist auch gut. Und sobald du den Boomerang einsetzt, kannst du quasi stehen bleiben. Oh, die ist mächtig. Ui, der magische Boomerang. Nein, ich will den aktivieren per Boomerang. Und abhauen. Yay. Cool. Es ist eine Mischung zwischen Minigames und Jump'n'Run. Wario, Get Together, Highlights Nummer 1. Okay, es spielt über 200 Mikrospiele diverser Kategorien, darunter Tiere oder Alltag oder sogar Nintendo. Geil, ich mag im Prinzip solche Minispiele schon. All diese Level mehr stecken in der Vollversion des Spiels. Wechsel Charaktere mit zwei unterschiedlichen Arten für Koop. Ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen spielen. Kurz, ich meine, es wäre Let's Play viel zu langsam, viel zu schnell, also ich meine, viel zu kurz. So rum. Dann machst du es nochmal eine Runde reinzocken. Mona ist noch gesperrt. Das heißt, wir machen. Wir spielen einfach mit den drei Doll Boys. Yay, Mona will gelenkt werden. Da kommt die Nase. Was? Nein, ich habe wieder Viere gefangen. Ah, okay. Naja, aber kann ich wirklich jedes Minispiel damit schaffen? Ich meine, es ist eine kreative Leistung, ne? Dass man die Minispiele mit jedem Charakter schaffen kann, ist schon eine harte Leistung. Gerade wenn man so einen komischen, unbeweglichen Charakter mit der Tunnel hypnotisieren. Saugeil gemacht. Ja. Also, okay, es wird ein kurzer Let's Play, Leute, aber ich hoffe, ihr genießt es trotzdem. Ja, das ist natürlich einfach, wenn so ein Charakter der fliegen kann, ne? Das wäre mit den Jump'n'Run-Typen oder mit den Haken-Typen sicherlich schwerer. Ah, rausgezupft! Schön die Achseln aus Adonis hier rausgezogen an den Halbgott. Ach, das ist, der mit der Disc ist trotzdem ein interessanter Charakter. Schneller, 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 schneller! Wer war's? Okay, es war der hier. Yay! Geld kassiert! Die Gute? Alles einsammeln? Würdest du bitte... Ja, danke sehr! Oh, ich schaff's den Bumerang nicht zu deaktivieren. Das könnte auch manchmal... Nur das Bonbon? Nee, warte mal, was ist denn mit dem... Ich kraft das mit dem Bonbon nicht. Wahrscheinlich hätte ich alles leben lassen sollen, nur den Bonbon kaputt machen oder umgekehrt. Was weiß ich nicht, alles kaputt machen außer dem Bonbon. So. Und zwei Energiezellen. 10. Was? Wer hat gewonnen? Orange. Jawohl, ganz klar. Splatoon. Geil. Neues Game gewesen. Ja, man kann viel mit der Nintendo Grundsätzen. Was? Wo soll ich denn hin? Okay. Ja, geschafft. Oh Gott, ich dachte, ich muss noch weiter hoch. Das war jetzt purer Zufall. Hätte ich verkackt. Ich habe jetzt nicht das hingekriegt. Herunterstoßen. Nein, verkackt. Neuer Level. Die Vase macht schön mit ihren Nasen. Wollte ich gerade sagen. Hier, schön Breakdance. Geil. Okay, die wieder. Ist nicht ganz so einfach. Rauszupfen. Ja, alles geschafft. Oh, ich muss mal jemand die Achselhaare rausziehen, Leute. Stelle ich mir ein sehr unangenehmes... hier muss man auch den Schmetterling noch zusätzlich abschießen, wer sonst abgelenkt hätte. Geil. Leute, das Spiel macht mich wirklich an. Kommt auf den Preis an. Ich glaube, ich würde es mir jetzt sogar holen. Aber wie oft zocke ich das? 4, 5. Ja, geschafft. Diesmal habe ich die Aufgabe gerafft. Oh, ich hoffe, ich muss mit denen nicht irgendwie ausweichen oder so.
Nein, 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 nein. Wow, das ist okay. Ich glaube, ich bin tot. Ich würde aber glatt noch eine Runde starten, wenn ich doch irgendwie Bock drauf habe. Außer habt ihr noch ein bisschen Content. Oder vielleicht habt ihr Bock drauf, noch was sehen. Okay, wir wollen auch was mithelfen. Das ist Kate und Anna. Ich bin Player 1, Player 2. Kinder zu dem, ja. Kate ist ein Tricker als Anna. Anna mit ein an. Anna. Okay. Okay. Würde ich jetzt nicht direkt nehmen, weil das wirklich nur für zwei Leute ist. Aber, warum nicht? Man springt gleichzeitig und ballert Shurikens. Cat und Anna. Anna, egal. Produkt Highlights Nummer 2. Jimmy ballert sich mit Sprüngen durch die Gegend und Gegner. Der geht voll ab. Schön die die Luigi-Bombe. Skateboard, notiert man den Jojo, okay. Die kann fliegen und zaubern. Sie sind massig Charaktere, umso mehr Charaktere quasi dabei sind, umso interessanter wird das Ganze ja auch. Komm, eine Sache machen wir noch. Wollen wir die neuen dazu testen? Die testen wir mit dazu. Ich nehme jetzt mal den Cricket mit dazu. Und den Klassiker Wario. Der konnte ja nur springen, ne? In der Luft halten. Oh Gott. Das ist aber, glaube ich, der Hardcore-Charakter. Wenn der nichts anderes kann, außer springen, ne? Auch wenn er hochspringen kann, ist das... Okay, das war ziemlich leicht mit dem Ball sogar. Jetzt der Spring rauszupfen. Ja, es ging auch ziemlich einfach. Oh, dass die gleichzeitig ballert und springt. Merkwürdig. Der Kampfsportler kann am wenigsten. Echt traurig. Fliehen. Hui. Auch kein Problem. Ja, aber ohne diesen Typen wird schon einfacher. Er ist immer die Große, aber er kann sehr hoch springen. Okay, es hat funktioniert, es war super schlecht, aber es hat funktioniert. Okay, jetzt wieder das Ninja-Mädel. Oh, die kann sich auch teleportieren, so wie es... Oder? Nee, es war nur, weil ich gerade ins Spiel gebeamt wurde. Erstmal schön das Scheißhaus befreit von den Fliegen. So muss das sein. Schneller, schneller, schneller. Natürlich schneller. Was denn sonst? Los geht's. Völlig abdrehen. Okay, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie man Gitarre spielt, aber ich hab's gemacht. Oh, es gibt... Ich kann bloß nicht daneben bei... nicht so geil kommentieren. Ich meine, ich kann sowieso nicht geil kommentieren, aber ich kann nicht kommentieren, ihr wisst, was ich meine, Leute. Es ist kompliziert, wenn man da das Zeug hier macht und ihr guckt das ja, weil ich ja zu labere. Oh Gott, nein, ich muss Ninja-Sterne. Oh Gott, ist das mit der schwer? Nein, das war, wenn ich die unteren auch noch aktiviert habe. Ach du Kacke, wer war's? Okay, es ist bei der, nein, der hier. Schönes Gesicht mit dir. Okay, der Springer wieder, neun. Ich will, jetzt wird er schneller. Ich will ja wenigstens meinen eigenen Rekord von 17 unterbrechen. Wer hat gewonnen? Natürlich Gelb. Ja, sowas war gar kein Problem. Ja, man will dann doch schon seinen eigenen Rekord brechen, ne? Wario ist immer eine sichere Bank. Ja, runterstoßen. Ach so, man kann das Schwein nicht direkt... Ach, ist das fies. Ich hätte die... Es ist ein Kackhaufen. Was hat... Kuchen. Es ist aus... Es ist wirklich ein Kuchen. Es sieht aus wie ein Kackhaufen, den er werfen würde. Typisch japanischer Humor halt. Neuer Level. Okay, was muss ich tun? Breakdance. Der Nase, auf die Nasenhorn. Vertreiben, okay. Das war kein neuer Level, das war nur ein bisschen mehr Herausforderung. Wahrscheinlich heißt neuer Level einfach nur, dass ein bisschen schwerer wird. Ich hoffe, ich muss mit der nicht immer den Windmüll drücken. Erstmal der Schmetterling weg. So, jetzt schwingen lassen. Schwingen 1. Das hat nicht funktioniert! Die ist nicht so geil! Okay. Aufgabe 15. 5, okay. Oh. Noch zwei. 16. Fliehen. Gar kein Problem. Jetzt Aufgabe 17. Zumindest ziehen wir gleich. Ihr merkt ja, es wird auch mitgezählt. Wenn ich verkacke, wird trotzdem das mit reingezogen. Also ich habe zumindest gleich gezogen. Und jetzt Aufgabe 18. Ich habe mich verbessert. Bin ein bisschen stolz auf mich. Wieder mit der Ninja-Tüse. Liegt mir gar nicht. Die hüpft die ganze Zeit aufgeregt. Die hüpft immer. Wer war's? Nein, die wollte ich gar nicht. Die ist völlig unkontrollierbar und hüpft die ganze Zeit. Leute, das war's mit WarioWare Get It Together. Und ich muss sagen, irgendwie ist es geil. Er macht schon irgendwie Spaß. Obu ist ebenfalls mit dabei. Den werde ich jetzt aber nicht ausprobieren. Den überlasse ich euch, diesen kleinen Alien-Magier-Psychopathentyp. Das sieht mir irgendwie so aus. Saugt Dinge auf, die sich unter ihm befinden. Schön. Aber jetzt nicht. Na gut, dann machen wir das Level noch mit. Der muss... Kann der nur unten lang? Hier, die kann er auch noch aufsaugen. Alles aufsaugen! Ach, hier da auch noch. Ah, ist schon irgendwie witziger Charakter. Ein bisschen was von Luigi's Mansion. Alles aufsaugen, was geht.
Aber jetzt kommen wir ans Ende von diesem Spiel. Fürs Erste kann man tatsächlich auch zu viert machen, ist wahrscheinlich eine Partybombe. Je nachdem, finde ich im Prinzip richtig geil, macht Spaß, ist eine Preissache bei mir. Vollpreistitel? Nö, sehe ich nicht so, auch wenn es eine Partybombe sein kann. Aber wenn es ein bisschen günstiger ist, würde ich es mir tatsächlich auch holen. Weil das Problem ist, nicht, dass man nicht genug Freunde finden kann, um das Ganze zocken. Das Problem ist eigentlich viel mehr, was ich sehe, dass es gute Alternativen gibt. Also wenn man zusammen spielt, man vielleicht Smash Brothers, spielt man Mario Kart, was weiß ich. Aber das ist wahrscheinlich, oder Bomberman, aber das ist wahrscheinlich nur in seltensten Fällen, obwohl das natürlich auch Geschmackssache ist. Ich lasse euch mit diesen Gedanken jetzt mal alleine. Ich danke fürs Reinschauen, sag bis die Tage und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.